Im Januar 2022 wurde verkündet, Queen Elizabeth II. 96, möchte Herzogin Camilla, 74, zur königlichen Dame des Hosenbandordens machen. Diese Entscheidung der Monarchin war für die Ehefrau von Prinz Charles, 73, mehr als nur eine große Ehre. Sie bewies nämlich auch, dass die Regentin Camilla eines Tages definitiv in der Rolle der Königin sieht. Und tatsächlich, wenige Wochen später wurde es offiziell, Camilla wird als Queen Consort an der Seite des zukünftigen Königs Prinz Charles sein. Jetzt hat das royale Paar Camillas Einführung in den Hosenbandorden zelebriert. Am Garter Day übte sich die Herzogin in traditionsreicher Tracht nun erstmals in ihrer zukünftigen Rolle. Im Video könnt ihr diesen historischen Moment noch einmal sehen. Herzogin Camilla, sie wird immer beliebter. Dass Camilla beim Volk so populär ist wie heute, war vor 20 Jahren kaum vorstellbar. Schließlich galt sie lange Zeit als der Scheidungsgrund schlechthin für die Ehe von Prinz Charles und Prinzessin Diana. Selbst bei der Queen höchstpersönlich musste der Thronfolger lange um Akzeptanz für seine große Liebe kämpfen. Heute ist Camilla allerdings ohne Zweifel beliebter denn je. Im Palastgeflüster haben wir den Weg der Herzogin noch einmal Revue passieren lassen.